Ach Leute, kennt ihr das hier schon wieder? Man will eine schöne Runde 8x1 Quick Bed War spielen, aber es geht einfach nicht. Immer sind alles ist immer voll mit 8x1. Ich meine, wie schön wäre es denn bitte, wenn ich da jetzt einfach so reinjoinen könnte? Einfach so draufklicken und dann wäre ich so drin. Oh, wie habe ich das denn gemacht? Habe ich etwa Zauberkräfte? Man weiß es nicht. Okay, nein, Quatsch, ich habe natürlich keine Zauberkräfte. Leider nicht, oder viel besser noch, ich habe Premium-Kräfte. Oh yeah, Leute, ich habe Premium, das wollte ich damit im Prinzip nur sagen, ja, dafür war dieses kleine Mini-Intro-Skit-Zeugs-Scheiß-Dingens, ne? Und ihr denkt euch jetzt so, was, oh, ist er runtergefallen, als er hier rüber wollte, oder was? Dann killen wir den doch mal ganz schnell. Ihr denkt euch jetzt so, hey, Ryan, wieso sagst du uns das, oder das ist doch nichts krass besonderes, oh, der hat sein Bett zugebaut, Mist. Keine krass übertrieben besondere Ankündigung. Oh, oh Gott. Fuck, jetzt muss ich mit der Faust kaputt hauen. Komm schon! Stirb! Stirb! Jawohl. Hallo? Oh, jetzt muss ich nochmal runterkicken. Und ich habe die. Oh Gott, die Sounds mal wieder so ultra laut. Das ist natürlich okay, ihr kriegt das nicht mit. Oh, jetzt stirbt doch endlich. Ja, geht doch. So, ich muss eben kurz. Tut mir leid, Leute, mein Headset. So. So, jetzt ist leiser für mich. Für euch nicht, aber für mich. Jetzt bin ich wieder total aus dem Thema gewesen. Also Leute, ich habe jetzt Premium-Rechte, ja? Und was heißt das denn ganz einfach? Warum sage ich das jetzt? Ihr denkt, das ist jetzt nur eine langweilige Information, aber nein, ist es nicht. Weil das heißt, es gibt jetzt auch wieder mehr Skywars und mehr Bad Wars, würde ich mal so sagen. Weil ich muss den Premium-Rang auch ja wohl richtig ausnutzen. Heißt, jetzt wird ein bisschen Bad Wars gesuchtet. Und natürlich auch Skywars. Oh, das Bett ist schon weg. Bin ich umsonst hingegangen. Vielleicht können wir den killen. Oh, der. Oh, was? Der hat ja richtig krasses Equip. So, und wenn ihr das nice findet, Leute, ja, wenn ihr mehr Bad Wars und mehr Skywars und mehr, weiß ich nicht, 1v1 Survival Games auf dem Gomme-Server oder was weiß ich sehen wollt, dann, ach, das ist auch meine erste Runde Bad Wars auf dem Gomme-Server, glaube ich, die ich hochlade, dann schreibt doch jetzt einfach mal in die Kommentare, danke Nitex, Hashtag danke Nitex, und jetzt denkt ihr euch, warum das denn? Wer ist das? Was hat der denn damit zu tun? Ganz einfach, Leute. Nitex hat mir hier Premium-Rechte besorgt, sage ich mal, ja. Da bin ich auf jeden Fall mega dankbar für. Und deswegen würde ich sagen, könnt ihr auch mal... Oh, der ist immer noch da. Einfach einmal so ein fettes Danke, Nitex. Hashtag. Danke, Nitex. Hashtags sind immer wichtig, Leute. Hashtags sind immer wichtig. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Das ist auf jeden Fall mega cool. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Ich weiß gar nicht. Die holen sich alle krasses Equip, sehe ich gerade. Warum macht man das? Ist das nicht langweilig? Also okay, es ist eigentlich nur klug, ne? Aber ich mach das nicht. Vor allem, das dauert jetzt mega lange. Es sind noch 4 fucking Betten da. Das ist eine Runde Quick Bed Wars, Leute. Ich dachte, das geht quick. Das heißt doch nicht umsonst Quick Bed Wars. Warum? Was machen die denn dann die ganze Zeit? Man soll Betten abbauen und Leute killen und nicht Equip Farm und keine Ahnung was machen. Also vielleicht sehe ich das auch nur falsch. Ich bin ja auch kein Experte jetzt. Aber das war das, was mir immer Spaß gemacht hat. Einfach mit diesem blöden Knockback-Stick rumlaufen und Leute runterkicken und dann das Bett abbauen. Oh! Leute, das sah dümmer aus, als es war, okay? Wenn man kurz Fallschaden kassiert hat, kann man danach nicht direkt springen. Das ist passiert. Ich baue jetzt einfach mal mein Bett zu. Ich meine, das scheint ja nichts zu passieren. Ich habe gerade schon eine schöne Runde gespielt zum Warmwerden. Und da war richtig viel Action, Leute. Da war richtig viel Action. Da wurden die ganze Zeit Betten abgebaut. Ja, mit Blöcken kann man natürlich keinen Knockback-Stick kaufen. Und es wurde die ganze Zeit, ja, Leute wurden runtergekickt. Ich habe Leute runtergekickt. Die haben mich runtergekickt. Und hier passiert einfach gar nichts. Nix. Was ist denn das für eine Runde? Das kann doch nicht sein. Was machen die denn da? So, jetzt, zack, verkacke ich das nicht. Hier ist auch schon kein Bett mehr. Wer hat denn noch ein Bett? Blau. Hier ist blau und der ist da... Warum macht der das? Leute, der andere Typ, ja... Der da, der Gelbe, hat mich gerade runtergeangelt. Anstatt, dass er wartet, dass ich das Bett von dem Blauen abbaue und er den Blauen dann killt, angelt er mich einfach runter. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Okay. Eine Spitzhacke könnte ich mir auch holen. Aber warte, wir holen uns eine gute Spitzhacke mit Eisen. Das macht, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. So, wo da, Spitzhacke. Ich muss sagen, ich muss mich an dieses Kaufsystem auf jeden Fall gewöhnen. Das ist sehr, ja, nicht gewöhnungsbedürftig, aber es ist auf jeden Fall krass was anderes so, als bei, ich glaube, ja, auf dem Revenzeit-Server. Oh, ich kann heute nicht reden. Auf dem Revenzeit-Server habe ich vorher gespielt und da ist das ja wesentlich einfacher mit dem Kaufen. Ich meine, da packt man die Sachen rein und dann kann man so alles auswählen und hier muss man ja alles so genau angeben. Okay, wir lenken den mal ab, weil es kommt dann noch jemand. Nee, die Team! Oder was? Was war das denn? Team, die stehen einfach rum und greifen sich nicht an. Was ist denn das dann für eine öde Runde, bitte? Kein Wunder, dass das jetzt 10 Jahre dauert. Oh, warte mal. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, es gäbe irgendwie die Teamrunde. Aber nein, nein, das ist...
Team Pink und Team Blau und die Team anscheinend zusammen, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich machen soll gerade. Aber Pink ist jetzt auch tot und ich traue mich gar nicht mehr hier weg, weil ich sterbe immer direkt. Die haben alle schon so krasses Equip, aber ich... Leute, ihr sitzt gerade wahrscheinlich vor dem PC und denkt so, Ryan, macht ihr eigentlich scheiß Equip? Aber nein, ich mache das nicht. Ich weigere mich. Okay, Leute, ich weigere mich. Ich will das nicht machen. Ich will mit dem Knockback-Stick und Blöcken gewinnen. Mehr nicht. Und eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke brauche ich. Fällt mir ein. Mehr nicht. Ja, nur damit will ich gewinnen. No risk, no fun, Leute. Das ist mein Motto. Man muss auch mal ein bisschen hier riskieren und, okay, das ist schon nicht mehr riskieren. Das ist wahrscheinlich einfach nur noch Dummheit bei mir, um ehrlich zu sein. Ja, also es wäre natürlich klüger, sich Equip zu holen. Aber ja, wie lange geht denn die Runde jetzt schon? Mal gucken. Okay, 6. Ja, so bestimmt 5 Minuten oder so. Das ist schon krass. Warum ist jetzt noch nichts passiert? Das kann man sich noch nicht angucken. Oh, ich glaube, der Typ ist weg. Ach, sein Bett ist auch schon weg. Ach, das ist türkis und nicht blau. Ich denke die ganze Zeit, das wäre blau. Blau ist da hinten. Ich bin blau, oder? Ich glaube, ich bin blau. Ja, oder? Okay, es lebt... Ja, doch, ich bin blau. Es lebt nur noch der Typ und ich. Komm hier bitte so runtergesprungen. Ah, okay, der hat ein Dia-Schwert. Ja, gut. Ach, das wird doch nichts. Das wird doch nichts, Leute. Ich weiß, man muss an sich glauben, aber ich glaube, das wird so nichts hier. Ich glaube, wir müssen die nächste Runde gewinnen. Die hier wird nichts, weil ich mir keine Equip gekauft habe. Komischerweise, warum auch immer. Ich weiß auch nicht, warum. Der hat alles, ne? Der hat einen Angel, der hat einen Goldapfel, der hat Style, der hat Geld. Und mein Bett ist jetzt weg. Guck, der hat alles. Alles hat er. Alles. Alles. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Ich muss ja sagen, das mit dem Premium-Rang ist schon extrem geil gerade. Ich meine, ich muss nie warten, kann direkt rein. Da macht das auf jeden Fall viel mehr Bock. Es wäre nur noch cool, wenn der Server jetzt Tri-Jump anbieten würde, damit ich da auch nicht warten muss. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Also, Gomme, falls du das siehst, bring bitte Tri-Jump auf deinen Server drauf. Danke. Ist mir egal, ob das dann kopiert ist von Bergwerk Labs. Ist mir egal. Hauptsache, ich kann das spielen, ohne zu warten immer. Oder ich Let's Play einfach das Jump'n'Run hier. Es gibt gar keinen Tri-Jump mehr, sondern hier, das Jump'n'Run hier. Das Let's Play ich einfach, Leute. Ja, wir springen jetzt hier ein bisschen. Das ist das zweite Modul. Das ist ganz einfach bis jetzt. Und, ja. Wir haben schon ganz viele... Oh, shit. Oh, das war ein schwerer Sprung. Wir haben schon ganz viele Coins. Und, Leute, ich glaube, ihr wollt das gar nicht sehen, sondern nur die Bed Wars-Runde. Deswegen, ach, 10 Sekunden. Soll ich noch 10 Sekunden das Jump'n'Run kommentieren, Leute? Schreibt es jetzt in die Kommentare. So, die letzten 5 Sekunden vom Jump'n'Run habe ich dann leider doch nicht mehr kommentiert. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß, ihr wolltet das sehen. Ja, ihr wolltet das sehen. Aber ich dachte, das muss nicht sein. So ist ein bisschen mehr Action da für die nächste Try-Jump-Runde. Wenn ich euch jetzt zu viel Gomme-Jump'n'Run gebe, dann habt ihr gar keine Lust mehr auf Try-Jump. Deswegen dachte... Oh. Nein. Ich wollte mich so cool aufopfern und auf... Oh Gott. Oh Gott. Nee, 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 Freundchen. Ich bin tot. Ich bin... Oh Gott. Nein! Ah. Ich wollte mich so cool aufopfern und springen und den runterkicken, dass wir beide sterben, aber ich bin einfach nicht gesprungen. Ich bin einfach nicht gesprungen. Vielleicht... Ah, Mist. Aber es ist nicht schlimm, Leute. Wir können einfach ganz schnell in die nächste Runde gehen. Kein Ding. Na gut, ist natürlich schwierig, 8x1 zu spielen, wenn nirgendwo 8x1 angeboten wird. Ne? Das ist jetzt so eine Sache. So, Leute. Neue Runde, neues Glück. Wisst ihr eigentlich, ab wie viel man den YouTuber-Rang hier kriegt, Leute? Das wäre mal so eine Frage. Ich meine, jetzt habe ich natürlich den Premium-Rang. Da brauche ich natürlich keinen YouTuber-Rang. Aber der ist auch irgendwann wieder weg. Und ich glaube, da würde es langsam mal Zeit für den YouTuber-Rang kommen. Ja? Ich glaube, den könnte ich mir mal geben. Aber wie viel kriegt man den, Leute? Wisst ihr das? Ich habe gehört, wenn man genau 351 Abonnenten hat, dann kriegt man den schon. Sonst braucht man ein paar tausend, aber wenn man genau 351 hat in dem Moment, wo man sich bewirbt, dann kriegt man den, habe ich gehört. Ja, kein Joke. Oh, er ist runtergefallen. Ah, der hat sein Bett aber schon zugebaut. Hä, der ist nicht... Hallo? Tschüss? Tschüss? Kannst du mal runterfallen? Junge, kannst du mal runterfallen? Was ist denn los mit dem? Der weigert sich einfach runterzufallen. Und du da hinten in der Ecke, ja? Du. Hör auf, deinen Kommentar zu schreiben. Ich lese es schon. Ich sehe dich schon tippen. Man kriegt bei 351 Abonnenten gar keinen YouTuber-Rang. Das war ein Spaß. Och, jetzt hat er sich... Ey, ich raste gleich aus. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Der killt mich. Der killt mich jetzt. Er killt mich. Wenn jetzt mein Bett noch weg ist, dann gehe ich AFK. Was heißt AFK? Dann habe ich verloren. Dann gehe ich off. Okay, mein Bett ist noch nicht weg. Aber oh, was war das denn? Okay, ich brauche jetzt ganz schnell einfach nur Knockback-Stick. Und Spitzhacke. Ah, Spitzhacke. So. Und jetzt gehen wir noch... Ich habe keine Blöcke. Fuck. Jetzt gehen wir nochmal darüber. Aber ich glaube, der kommt schon zu mir. Ja, oder? Ja, fuck. Das wird jetzt... Och, Mann, wenn ich jetzt verliere, ne? Das ist so ärgerlich dann. Nee, 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 nee. Oh, der hat sich schon in die Ecke gestellt. Nee, das mache ich nicht mit. Das mache ich nicht. Das lasse ich. Nein. Das mache ich nicht mit. Wie heißt der? Ich habe es nicht lesen können. Okay, so, jetzt ganz schnell darüber. Ich habe keine Lust mehr auf den Kack, ja? Ich will jetzt hier den Kill holen.
Und wenn es das Letzte ist, was ich mache, ja? Ich will das nicht mehr. Ich habe keine Lust, immer der Bad Wars Noob zu sein, okay? Ich stelle mich jetzt hier hin. Oh, der campt da schon, so, das ist natürlich. Weil jetzt, wenn ich jetzt runterspringe, dann... Ah, dann wird das nix, glaube ich. Komm, flieg runter. Ja. Und Bett schnell abbauen. So, spawnt er noch? Nee, ich glaube, er ist tot. Mann, das war aber echt eine Geburt jetzt, Leute. Das hat so lange gedauert. Das ist schon krass, hätte ich nicht gedacht. Welches Team bin ich eigentlich? Grün. Mein Bett ist auch noch da. Das ist ganz nice. Wir gehen mal da wieder zurück eben. Ich baue mein Bett, glaube ich, kurz ein. Und dann gehe ich mal zu meinem anderen Nachbarn, weil der lebt auch noch, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Team Rot. Und dann ist der dran. Dann werde ich... Ah ne, Team Rot lebt nicht mehr, sehe ich gerade. Hm, gut, dann doch nicht. Was mache ich dann? Wer ist denn... Wir sind Team Grün. Team Pink lebt Team Schwarz noch? Auch nicht. Team Blau lebt noch. Dann gehen wir da mal hin, glaube ich. Muss ich mich aber erst hier zu Rot eben rüberbauen. Das dauert natürlich ein bisschen. Fast Bridgen kann ich leider immer noch nicht, Leute. Ich muss zugeben, ich habe das echt wenig geübt in letzter Zeit. Aber jetzt, wo ich den Premium-Rang habe, muss ich natürlich auch ein bisschen üben, ja? Weil, wenn ich schon viel Bed Wars hochlade, dann sollte ich auch so ein kleines bisschen was drauf haben, denke ich mal. Heißt, Fast Bridgen sollte geübt werden und generell auch spielen. Aber ich meine, ich werde jetzt sowieso mehrere Runden zocken und dann werde ich das auch alles lernen. Och, warum equippen sich denn immer alle? Immer wenn ich das alleine spiele, ohne Aufnahme, sind da nur Leute, die sich kein Equip kaufen und die einfach nur die ganze Zeit mit dem Knockback-Stick rumlaufen und das gleiche machen wie ich. Und das finde ich immer witzig. Und jetzt, wo ich einmal aufnehme, da will man einmal aufnehmen, Leute, und dann equippen sich alle. Was ist denn das? Dann hole ich mir halt auch ein bisschen was, zumindest Rüstung. Rüstung kann ja nicht schaden, aber ich muss mir, glaube ich, auch ein Schwert kaufen, weil ich glaube, sonst wird das nichts. Alle haben richtig krasses Equip sich geholt mal wieder, nur ich nicht. Und die Runden gehen mal wieder 10 Jahre. Wie kommt das eigentlich? Wobei, sonst, wenn ich aufnehme, gehen die Runden eigentlich nie lange, ne? Dann sterbe ich immer nur direkt und dann war es das schon. Aber hier kommt es mir so vor, als ob sich auch keiner von so wegtraut von seinem Ort. Alle wollen so ihr Bett verteidigen, als ob da so ein Tower-Defender-Spiel wäre oder wie das heißt. Ich meine, was ist denn das? Ich will ja Action haben. Ja, die Welt erkunden, Betten zerstören und die bleiben nur bei sich zu Hause und wollen ihr Bett unbedingt verteidigen um jeden Preis. Wo ist denn dann der Spaß? Ist das... Ach, das ist der Blaue auch noch. Ich guck, was ist das? Der hat sich da so zugebaut, so eine Burg. Das macht doch keinen Spaß. Ich meine, wie will der denn jemals so gewinnen, wenn er da einfach nur sich zugebaut hat und nie seine Base verlässt? Wie will der denn dann... Ja, genau, ich falle natürlich genau darunter. Wie will der denn dann gewinnen, Leute? Das... Ich verstehe das nicht. Der kann doch so gar nicht gewinnen. Ich kann jetzt auch hier bleiben und dann passiert die ganze Runde lang über nichts. Ich gehe jetzt einfach mal zu Pinken. Dann passiert die ganze Runde über lang nichts und keiner gewinnt. Bis das Deathmatch kommt. Gibt es ein Deathmatch? Ich weiß es gar nicht. Was würde denn jetzt passieren, wenn ich jetzt auch die ganze Zeit hier campe und nicht zu dem hinlaufe und auch einfach warte so und nichts mache? Was passiert dann? Das würde mich mal interessieren gerade. Geht das dann unendlich lange? Kann ja eigentlich auch nicht sein. Es muss doch so eine Art Deathmatch geben, oder nicht? So, wir gehen jetzt einfach mal zu Pink rüber. Pink habe ich auch noch gar nicht gesehen, glaube ich. Oder ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Und das sieht nicht so aus, als ob der sich da so eine krasse Base gebaut hat wie der Blaue. Es ist nur leider ein bisschen weit weg jetzt hier. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und die Sache ist, mir geht es ja auch nicht mal darum zu gewinnen. Sonst würde ich mir jetzt, glaube ich, Equip kaufen und Team Blau töten irgendwie. Wobei doch, ich will eigentlich schon gewinnen. Aber nicht so. Das lohnt es sich. Das ist es nicht wert, Leute. Das ist es nicht wert. Ich habe da so einen Graph kurz gezeichnet in meinem kleinen Heftchen hier. Und da steht auf der einen Achse... Ich hoffe, ihr wisst alle, wie ein Graph aussieht und was Achsen sind. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Auf der einen Achse steht Spaß, auf der anderen Aufwand. Und der Spaß muss größer sein als der Aufwand, sonst lohnt sich das nicht. Wenn der Aufwand zu groß ist und der Spaß zu klein, dann lohnt sich das nicht, Leute. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und wo ist denn der pinke Typ? Ach, der ist auch tot. Ja, wow. Wir waren nicht mal 5. Da habe ich mal Premium-Rang, ja, und kann überall reinjoinen und dann sind wir nicht mal 8 Leute in der Runde oder was ist das? Jetzt habe ich umsonst, ich habe mich hier rüber gebaut, dieses Kackbett zerstört, dann ist der Typ einfach nicht, dann hat es, gibt es keinen Pinken. Was ist denn das? Gibt es noch Blau? Nee, Gelb gibt es auch noch. Aber der ist da hinten, da muss ich wieder zu Pink rüber. Ich laufe nur im Kreis rum. Oh, Blau wurde zerstört, das ist mega nice. Das war dann wahrscheinlich der Pinke. Allerdings hatte der Blaue schon krasses Equip. Dann will ich, glaube ich, gar nicht wissen, was der Pinke für krasses Equip hat. Equip hat, wenn der den Blauen zerstören konnte. Der geht jetzt bestimmt noch zu meinem Bett, oder nicht? Ah, da hinten ist er. Nee, das ist Gelb. Ach ja, Gelb. Hä? Ich dachte irgendwie die ganze Zeit Pink wäre das andere, aber Pink habe ich ja schon zerstört. Ich bin ein bisschen durcheinander, Leute. Ihr merkt es schon. Wie komme ich denn jetzt schnell zu dem rüber, ohne dass der das merkt? Das schaffe ich doch nicht. Ach, sein Bett ist auch gleich weg. Meins auch. Okay, da muss ich mir, glaube ich, doch leider ein bisschen Equip holen oder zumindest Essen. Zumindest Essen sollte ich mir holen und Blöcke vielleicht auch mal wieder. Ach, der Blaue lebt noch. Nur sein Bett ist weg. Ich dachte, der war auch schon tot. Ich habe, um ehrlich zu sein, gar keinen Bock auf den Fight. Wir holen uns mal diese Sophias. Ich weiß nicht mehr genau, was das ist. Aber ich habe nichts zu tun und das ist irgendwie langweilig sonst. So 10 Stück oder so. Oder 12. So. Ich sehe aber schon genau, was jetzt passieren wird, Leute. Ich baue mich da so rüber, will den töten und dann angelt er mich einfach runter und ich sterbe. Hundertprozentig wird das passieren. Ist der AFK? Ist der das überhaupt? Laggt das mal wieder? Ah, nee, der ist nicht AFK.
Der hat eine Angel, ich habe schon gesehen. Und ich sehe gerade, dass man unten auch sieht, welches Team man ist. Also weiß ich gar nicht, warum ich immer suche. So, wie willst du mich jetzt runterangeln, hä? Jetzt bin ich zu weit oben. Und jetzt schmeiße ich meine Sophias auf dich drauf. Ach, jetzt haut er einfach ab. Ja gut, das kann man natürlich machen. Daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass der einfach weggehen kann, so. Wenn ich jetzt hier runterspringe, sterbe ich auch wahrscheinlich, oder? Mal einmal gucken, was ist das? Oh Gott! Oh mein Gott, ich habe mich fast selber gekillt. Sterbe ich hier noch? Wann explodiert denn das? Nur bei Gegnern oder was? Ja gut, okay. Dann ist doch nichts Schlimmes. Oh Gott. Ich habe aber Angst jetzt. Leute, explodieren die auch, wenn ich da bin oder nur, wenn die bei Gegnern sind? Was ist passiert? Oh, ich habe gewonnen. Die sind runtergefallen oder hatten keinen Bock mehr. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Gut, Leute, das war's erstmal. Ich weiß nicht, die Runden heute sind irgendwie nicht so geil. Deswegen spiele ich, glaube ich, lieber ein anderes Mal nochmal auf dem Server hier. Ich meine, eilt ja nicht. Ich werde morgen einfach nochmal ein bisschen aufnehmen. Und dann werden die Runden auch wieder besser, versprochen. Dann haben wir wieder schön viel Knockback-Stick-Action und laufen rum. Und keiner hat Rüstung und wir hauen uns die ganze Zeit nur mit blöden Stöcken runter und zerstören Betten, so wie das Spaß macht. Wahrscheinlich denken sich schon alle, oh, Ryan, das ist nicht Bed Wars. Man kauft sich Equip. Für mich ist das nicht Bed Wars. Für mich ist Bed Wars Knockback Sticks. Mehr nicht, nur Knockback Sticks. Knockback Sticks only. Das sollte der neue Mode werden. Knockback Stick. Der Mode. Jetzt im Kino. Gut, lasst doch mal eine Bewertung da und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem anderen Video wieder. Ciao.